Aufbausimulation. Aufbausimulation habe ich bis jetzt noch gar nicht. Also ich habe jetzt Satisfactory spiele ich zum Beispiel noch auf dem Channel. Ja gut, läuft steuerungstechnisch hier auch alles Ego-Perspektive technisch gleich, ne? Irgendwas anderes, was nicht First Person ist. Forager? Ich spiele Forager auf Ding. Auf YouTube läuft es noch, das Let's Play Forager. Und wie gesagt, Novalands, da bin ich am Überlegen. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich das machen soll. Da wollte ich sowieso noch fragen, das kommt jetzt dann bald raus. Ob da dann Interesse besteht, dass ich das mache. Wäre dann halt mehr so pixelig. Aber ich mag sowas. So. Ja, Corekeeper habe ich mal gespielt auf dem Ding, auf dem Channel, auf dem YouTube-Channel. Hat keiner geguckt. Corekeeper hat mir auch Spaß gemacht. Finde ich auch ein geiles Spiel. Hat leider keiner geschaut. Leider, leider. Ich weiß gar nicht, kann man Corekeeper zusammenspielen? Ich glaube, ne? Dann wäre ja eigentlich die Überlegung da, dass ich vielleicht nochmal Corekeeper spiele. Dass ich nochmal ein, zwei Leute von euch hier schnapp oder so und dann mit euch zusammen Corekeeper spiele, falls da natürlich jemand Bock drauf hätte. Das ist natürlich die Voraussetzung. Also ich kann jetzt schlecht jemanden zwingen und sagen, du spielst jetzt mit mir. Das kann ich nicht machen. Ich kann mich ja langsam bewegen. Anno 1800. Ich habe früher Anno gerne gespielt. Echt gerne. Ich glaube, ich werde in den Kommentaren zerrissen, wenn ich Anno spiele, oder? Also ich bin schon erstaunt, dass mich noch keiner versucht hat, verbal umzubringen bei Satisfactory, so grottig, wie ich da teilweise spiele. Ja, ich glaube, bei Anno ist das schon... Da ist halt auch sehr viel mit Perfektion, also hier perfekt aufgebaut, ausbalanciert, wie das mit was zu laufen hat und sowas, ne? Satisfactory mit allen zusammenspielen. Würde ich auch gerne, ja. Das Ding ist halt mit dem Server, da muss ich dann gucken. Mit dem Server müsste ich halt nochmal schauen, ja. Weil das kostet halt wieder alles. Blöderweise. Huch, so. Mann, der wächst so langsam nach. Der soll schneller wachsen. Was, ich nehme die jetzt einfach und pflanze die hier auch nochmal alle an. So. Dann kann das hier auch nochmal alles schön nachwachsen. Pock. Von mir ist auch so. Aber das mit der Motion Sickness ist halt echt übel, ne? Das ist, ich habe das schon öfter gehört. Ich kann mich noch daran erinnern, bei meinem Bruder, der hat die
die VR-Brille gehabt von der PlayStation. Und ich glaube, bei ihm war das so, so nach 10, 15 Minuten oder so, ist ihm dann auch ein bisschen übel geworden. Da ging da nichts mehr. Und ich habe das Ding aufgesetzt und habe das keine Ahnung, wie lange aufgehabt. Bei mir war halt gar nichts. Also, weiß nicht, innerlich tot oder so. Hier oben sieht es immer noch so kahl aus. Vielleicht ein paar Bilder? Aber die Bilder sind immer alle hässlich hier. Hm. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich weiß so, wir haben damals, keine Ahnung, bei meinem Bruder mit der VR-Brille haben wir irgendwelche Demos gespielt und da waren auch welche Battle-Dinger, keine Ahnung, wo du da am rum so ein, ich weiß gar nicht, bist du irgendwie so ein Roboter-mäßig gewesen und bist da so rumgejumpt und hast dann andere abgeschossen und sowas. Also es war schon sehr schnell und alles sehr viel mit in der Gegend rumspringen und so. Da verstehe ich dann schon, dass da vielleicht dem einen oder anderen echt ein bisschen übel werden kann. Ja, das sieht schön aus. Das kann man machen. Auf der anderen Seite würde ich es jetzt nicht machen. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen zu viel. Ja. Ich bin noch unentschlossen. Keine Ahnung. Wie sieht es hier unten aus? Kann ich hier unten noch irgendwo ein Bild hinhängen? Hier, ja, hier oder... Ja, hier eigentlich, ne? Könnte man doch eigentlich mal machen. So. Und dann so. Oh Gott, was ist das denn? Ist ja pottenhässlich. Nein, ich will auch nicht den Nein! Hört doch auf. So, jetzt aber. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als so ein kleines Bild zu nehmen. Ich könnte nicht mal sagen, was es darstellen soll. Nee. Dafür hätte ich gern Plugin. Schöne Bilder. Das sieht aus wie ein Döner. Das nehme ich. Ich hänge mir einen Döner an die Wand. So. Es hat schön geregnet. Jetzt muss der Bambus aber auch gewachsen sein, oder? Das geht. Was geht? Ein Döner an der Wand. Also beziehungsweise das Bild eines Döners. Einen richtigen Döner würde ich mir jetzt nicht an die Wand hängen. Achso, Plugin meinst du mit den Bildern? Ja, also da wäre ich dafür. Das wäre eine Sache. Ich muss schlafen. Diese Pissviecher kommen da wieder. Ja, da wäre ich dafür. Dass wir mal schöne Bilder hier haben. Ich finde diese Minecraft-Bilder, die sind fürchterlich. Die sind alle hässlich. So, ich schlafe alleine in meinem riesigen Bett. Das ist das einzige Bild, was geht, finde ich. Alles andere ist so... Nee. Muss nicht sein. Es wächst alles viel zu langsam, meiner Meinung nach. Viel zu langsam. Schönen Tag noch. Da flitzen einfach Leute durch meinen Vorgarten. Was ist da los? So, wie sieht's denn aus? Ich könnte nochmal nach dem Honig schauen.
Da würde ich doch gerade noch mal hier meine Kohle. Ich glaube, das brauchte ich, ne? Ein Sticks habe ich auch. Ich nehme auch mal die Kohle noch mit. Ich nehme einfach alles mit, was ich habe. Wo habe ich es denn? Lagerfeuer. Lagerfeuer. Da ist Lagerfeuer. Bam. Vier Stück. Dann kann der Bambus in der Zeit wachsen. Und wehe, das Ding spuckt jetzt kein Honig aus. Dann verprügle ich die Bienen, bis sie die Honigwaben ausspucken. Was ist mit dem eigentlich? Warum löst er sich nicht auf? Was hat der? Der bestimmt irgendwo einen Stamm drin, ne? Sicherheit. Naja, natürlich. Natürlich. Da war jemand nicht sorgfältig genug beim Abbau, ha? Gut. Ja, also gerne. Wenn du dich da umgucken magst, so plugin-technisch, gerne, gerne. Du hast da ja sowieso viel, weitaus viel mehr Ahnung als ich. Das haben wir ja schon festgestellt. Aber ich bin der Glückliche, der es dann wieder alles einfügen darf, ne? Juhu, wow. Spuck den Honig aus. Da kommt nichts raus. Ich bin der schlechteste Imker aller Zeiten. Aber hallo. Da werde ich eine Menge Bienenstöcke brauchen, würde ich fast behaupten, ne? So, wo könnte ich denn jetzt nochmal Honig herkriegen? Ich will mich jetzt nach Honig umschauen. Weißt du was, ich streune einfach mal ein bisschen da unten rum und dann gucke ich mal. Irgendwo wird es mich hin verschlagen und irgendwo werde ich Honig finden. Schon wieder Ewigkeiten auf hier. Ne? Hat sich heute alles ein wenig verzögert. Naja, muss ja ein bisschen länger aufnehmen. Für die Nacht halt ein bisschen kürzer. So, schön hier drüber. Nichts kaputt machen. Ja, die Frage ist jetzt, da ja hier ein paar Leute sind, was wäre denn die Idee? Eventuell würde ich ja dann am Mittwoch nochmal streamen. Minecraft-technisch bin ich ja dann soweit eigentlich erstmal auf dem Laufenden. Also in dem Fall hätte ich wahrscheinlich Minecraft gestreamt.
Ah, hier haben wir das Dorf. Was, jeden Tag natürlich? Stream oder was? Also an und für sich. Also an und für sich habe ich da wenig Probleme mit. Da ich eigentlich eh fast jeden Tag aufnehme, hätte ich wenig Probleme, das immer relativ, ja, auch einfach live zu machen. Jeden Tag streamen wäre geil. Ja. Gut, morgen wird schwierig. Morgen habe ich einen Termin am Abend. Hier ist nichts. Das gibt's doch nicht. Also der nächste Stream wird definitiv frühestens Mittwoch. Und da ist ja halt die Frage, andere Spiele technisch. Keine Ahnung. Auf was ihr da Bock hättet. Wie gesagt, Corekeeper wäre jetzt nicht so das Problem. Ich weiß nicht, für Corekeeper braucht man da einen Server? Ich denke nicht, oder? Ich glaube, das geht dann einfach über Steam wahrscheinlich. Vermute ich mal. Corekeeper ist über Steam, okay. Also das würde rein theoretisch gehen, wer da Bock hätte, könnte ja dann, glaube ich, mitspielen. Muss mal gucken, mit wie viel man maximal spielen könnte. Das weiß ich gerade nicht. Okay, gut. Ich habe einen Villager, der die Axt handelt. Okay, cool. Da hinten haben wir Bäume. Aber ich glaube viel zu wenige. Was handelt der für eine Axt? Das wäre erstmal meine Frage. Was handelt dieser Villager für eine Axt? Wow. Eine Dia-Axt. Ja gut, aber rein theoretisch könnte ich mir eine Dia-Axt auch selber machen, oder? Oder ist das jetzt eine besondere Dia-Axt, die er der handelt? Mit Haltbarkeit 2? Ja. Nö, ja. Später vielleicht mal. Also jetzt gerade eigentlich eher nicht. Brauche ich, glaube ich, aktuell nicht. Was ist denn hier passiert? Hat sich jemand verewigt? Ja. Du sagst es scharf. Für 25 Smaragde, das ist aber Wucher.
So, Bienen, wo seid ihr? Kommt raus, wo immer ihr seid. Hallöchen. Willkommen. So. Wo haben wir den Honig? Oh, da kommt ein Zombie. Ich will kein Zombie, ich will Honig. Aua, aua. Weg. Stirb. So. Ne, jetzt kommt der noch. Nee. Kann ich gar nicht gebrauchen. Mein Schwert ist fast im Eimer. Das hätte ich mal vorher auf dem Schirm haben sollen. So, das war's mit der Nacht. Mann, dass diese Bienenstöcke so selten sind. Ich glaube es ja nicht. Ja. Dass ihr zwei Knalltüten da steht, das ist ja so klar gewesen, ne? Aber sowas von. Hier ist ja nichts. Warum ist hier kein Honig? Das Spiel hasst mich. Ja, Schwein, du sagst es. Ein Dorf. Aber da war bestimmt schon mal jemand drinne, mit Sicherheit. Hier war mit Sicherheit schon mal jemand. Ja, also die Türen sind schon mal offen. Das spricht schon mal dafür. Hallo? Wohnt hier jemand? Ich glaube, hier ist was Schreckliches passiert, wie es aussieht. Hier ist nämlich niemand mehr. Hallo? Jemand zu Hause? Hier muss ein grausamer Mord stattgefunden haben. Das ganze Dorf wurde dezimiert. Hier ist nichts. Nur einen Fisch haben sie zurückgelassen. Den nehme ich mit. Wohnt hier jemand? Hat sich hier irgendjemand niedergelassen? Kann das sein? Wo bist du? Oh ja, du, wenn ich das mal wüsste, ne? Das ist eine gute Frage. Ich laufe gleich wieder zurück zum Haus auf jeden Fall. Nummer F3 bitte. Ja, kann ich machen kurz. Ich laufe jetzt aber eh gleich wieder zurück zum Haus. Also... Keine Angst, bin gleich wieder zurück. So.
Ja, natürlich, jetzt ist alles kaputt. Mein Schwert ist kaputt, so Mist. Nehme ich hier gerade mal mit, dann kann ich meinen Boden endlich fertig machen zu Hause. Wächst der eh wieder nach. Huch. So, der nicht mehr. So. Moin. Jetzt kommen immer mehr Leute rein. Was ist denn los? Ich streame sonst immer zur falschen Zeit, merke ich gerade. Umso später, desto besser. Desto mehr Leute kommen. Kann man mitmachen. Aktuell gar nicht. Schwierig, weil der Server ist leider voll. Du könntest aber, wenn du magst, auf dem Discord einfach mal schreiben. Dein Minecraft-Namen und so. Und genau, schreibst mir einfach dann, dass du mitmachen willst. Und dann kümmere dich auf dem Discord. Dann setzen wir dich auf die Liste. Genau, und dann könntest du dann irgendwann, wenn ein Platz frei sein sollte, wieder mitmachen. Jetzt habe ich sie da eingesammelt, ne? Nee, habe ich nicht, okay. Wie lange noch live? Das ist eine gute Frage, weiß ich gerade gar nicht. Das ist eine gute Frage. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Komm, angebrochene Schaufel, die schmeiße ich weg. Wer braucht eine angebrochene Schaufel? So. Ein bisschen Brot essen wieder. Ich denke, ein bisschen kann ich noch streamen. Das dürfte noch hinhauen. Nur nicht allzu spät. Da gibt es ja so fiese Sachen wie, ich muss arbeiten und so am nächsten Tag. Das versaut mir dann das immer mit dem sehr lange Wachbleiben unter der Woche. So, ich schlurp mal hier zurück zum Haus. Nicht viel. Ich latsche zurück zum Haus. Nehmen wir da Kürbisse. Ja gut, Kürbisse brauche ich jetzt eigentlich nicht. Da habe ich ja letztens erst welche mitgenommen. Jo, jo, jo. Jetzt sind bei dir ist ja nicht. Hier ist eine Biene. Da muss hier ein Bienenstock sein. Dias, ja, an und für sich habe ich da wenig Probleme mit. Also. Ein Bienenstock. Also, wenn du die zu verschenken hast, bitte. Also. Muss da doch Honig rauskommen. Mach. Oder muss ich denn mal ein bisschen warten? Ich würde ihn gerne abbauen. Ich würde hier so gerne abbauen und mitnehmen, aber. Ich will Honig. Gib mir Honig. Gib mir den Honig. Gib mir den Honig. Gib mir den Honig. Gib mir den Honig. Wo bin ich denn? Bin ich in der Nähe vom Haus?
weiß es nicht. Huh. Zu meinem Eingangstor sehen? Ja, gerne. Ich komme mal vorbei. So. Insofern ich nach Hause finde. Das sieht aber auch aus, als hätte das einer nachträglich gesetzt, ne? Ich glaube. Es war die Richtung. Wenn ich mich nicht täusche, oder?